Villa nicht zugänglich ist. Es ist noch eine große Baustelle. Früher war es auch so, da hatte der von Warzki auch seine Gäste hier erstmal begrüßt, eingeladen ist, dann zum Essen oder zum Tanzen ging. Das ist alles sehr dunkel gehalten, männlich. Ne? Vor 100 Jahren war es denn wirklich so, da hatten die Männer diese Ausstattung. Das war gediegen, das war ehrfürchtig. Hier ging es dann in die Oberräume, wo dann die Familie gewohnt hat. Aber hier im unteren Bereich waren die Repräsentationsräume. Es gab hier in der unteren Etage ein Speisezimmer, ein Arbeitszimmer, ein Musikzimmer. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als dann diese schöne Villa enteignet worden ist, hatte sie unterschiedliche Aufgaben. Eine, die wirklich zu dem Zimmer passt, war, die Bezirksmusikschule hatte hier ihr zweites Haus. Für die Streichinstrumente, für die Tanzmusik und für Klavier. Und seit 1980 war das auch Außenstelle der Musikhochschule Franz Liszt von Weimar. Also bis zur Wendezeit war dieses Haus mit Musik durchdrungen. Ja, und als das Konzept gemacht wurde für dieses Haus, sollte das da hinten das Blumenzimmer werden. Und Sie schauen mal, was draus geworden ist. Und dann reden wir drüber. Sie schauen jetzt mal, was Sie an den Wänden sehen. Sie wissen, welches Zimmer das ist. Das Muschelzimmer. Es war so, als man an die Planung ging, die Frau hat sicher gesagt, ich möchte ein Blumenzimmer. Aber der Stanislav, kam ja von Pommern, von der Ostsee, von der Weide, vom Meer. Und er hat gesagt, nee, da kommen Steine von der Ostsee, Muscheln vom Strand. Und so ist dieses Zimmer entstanden. Aber ich habe noch zwei weitere tolle Zimmer, die typisch sind für so einen Hausbesitzer. Kommen Sie bitte hier mit hinein. Das war eine Wohnfläche hier. Und hier hat man gewohnt. Also man kann sich gut vorstellen, wenn man dann zu Besuch war, seinen Tee hier getrunken hat, ja, und eingeladen wurde, das war schon was ganz Besonderes. Jetzt gehen wir mal ins Arbeitszimmer vom Chef. Sie sehen die Wandschränke, und hier ist auch ein Foto davon, diese Wandschränke, hier hat man gearbeitet, wo der große Chef seine private Audienz und seine Post gemacht hat. Ja, und das Tolle war, es gab auch noch so geheime Wandschränke. Das will ich Ihnen hier zeigen. Ach, hier. Hier, man denkt, das ist eine Wandverkleidung. So, also das sind die unteren Räume. In die oberen Räume können wir nicht. Wenn man hier drüben die Treppe hochgeht, kommt man hier hoch. Und das war die obere Diele, wo man zu den vielen Zimmern gekommen ist. Und jetzt gehen wir raus, denn wir können uns ja nochmal den Garten anschauen.